Normalerweise ist ein Dacherbau vom Anfang bis zum Ende zu planen. Es ist also am Anfang schon zu planen, was übrig bleibt. In dem Falle hätte man müssen dann hier sagen, hier entsteht ein See oder die Grube wird trocken gehalten oder es wird sonst was gemacht. Hier ist ein See vorgesehen und alle Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, dass dann geflutet wird. Das Wasser bringt uns den Ersatz für die Kohle. Also mit diesem Wasser in diesem See und all die Möglichkeiten, die sich dann daraus ergeben für die Stadt, erhofft man sich wieder, das war die Grundlage der Entscheidung, dann auch wieder Arbeitsplätze, Ansiedlung, Tourismus und etc. und diese Dinge. Deshalb sind die Bürger, die meisten Bürger, sicher nicht alle, aber die meisten Bürger der Stadt Gräfenhainien und Umgebung so eingestellt, es muss dort Wasser rein. Das Wasser muss so schnell wie möglich rein. Dann geht es ins Unbekannte. Dann machen wir diesen Schritt, den Kolumbus ja gemacht hat oder auch die großen anderen Entdecker immer gemacht haben. Wir begeben uns quasi vom Rand der Welt hinunter ins Nichts. Jetzt da rüber. Jetzt rüber. Da. Da. Meinst du, kommt da durch? Das wäre ja geil. Was ganz besonders reizvoll ist, dass es eben gerade so ein Raum ist, der noch nicht restlos besetzt ist. Dass es so ein weißer Fleck ist. Und das ist, weil es hier recht vielfältige Assoziationen sich auftun, auch die Fantasie explodieren lässt. Und dann begibt man sich hier runter und verlässt sich nur auf seine Sinne, erlebt diese Landschaft sinnlich und begeht sie, ergeht sie. Und dann passiert was ganz was anderes. Dann wird sie wunderschön plötzlich. Dann ist Schönheit zu erleben. Das ist das Besondere dieser Landschaft, dass wir mit unserer ganzen Fantasie anfangen können, hier in diesen Bergen und Tälern und Hügeln und Sanden und Kiesen und verschiedenen Erden und Farbigkeiten Namen zu geben und Länder zu erfinden, ganze Landschaften eigentlich auch zu erfinden. Und das ist ja das, was Landschaft eben zum Teil auch ausmacht, dass es eine Erfindung unseres Geistes ist, dass wir die kreieren. Also dass sie auf der einen Seite gebaut wird, aber ein ganz entscheidender Punkt der ist, dass wir sie im Kopf uns erschaffen. Wir kennen solche Landschaften nicht, die sind uns fremd. Wir sind einmal um die Welt gereist und wir haben alles entdeckt und abgesteckt und wissen, wie es im südlichsten Afrika im Busch aussieht, haben Bilder davon oder glauben das zu wissen, aber wir wissen zum Teil nicht mehr, wie die Welt aussieht, in der wir leben, und das ist eben ein Teil dieser Welt. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass man hier spazieren geht. Ich werde mit meiner Gruppe dort hinten lang gehen, deswegen begebe ich mich jetzt schon mal hier auf die andere Seite.
Wenn man ein bisschen mehr mit offenen Augen durch die Gegend läuft, geöffneten Augen, muss ich also sagen, dann genießt man das, wo man vielleicht in der täglichen Hektik dran vorbeiläuft. Die anderen müssen dann um den See herumgehen, aber wir werden uns dann zwischenzeitlich immer wieder sehen. Keiner geht verloren. Ich sage immer der Nase nach. Andererseits ist es natürlich auch wieder so, dass man sagen könnte, naja, das, was man hier dann ringsherum sieht, diese 14 Kilometer Uferlänge, die gestaltet werden, die könnten ja eigentlich auch völlig belanglos sein, im Gegensatz zu dem, was wir dann heute noch erleben werden an Landschaft. Die Dimensionen sind so unwahrscheinlich. Das kann man nicht fassen, wie groß das Loch ist, wie tief das ist. Man rennt da durch diese kleinen Abraumbügelchen und entdeckt immer wieder was Neues, manchmal auch Schönes. Ach so, habt ihr das gesehen? Nein, oben bei der Kuh. Ach so, ein bisschen von der Kohle, was man da rauskommt. Ach so, das ist Steinkohle, ne? Ja, ja. Ja, der Braunkohlenkönig ganz verdutzt nimmt das Geschenk. Ich fand dieser Weg durch die Hügel, das hat mir gefallen. Mhm. Und überall Wasser und Schilf, das war schön. Das ist übrigens Bokara-Klee. Das ist also eine Pflanze, die als typische Pionierpflanze. Wenn man sich dann vorstellt, so im Sommer und baden und so. Also da ist es sicher quitschig drin, aber trotzdem. Man kann sich in solche Situationen finden, die undenkbar sind eigentlich. Und das macht diese Landschaft so besonders, so einzigartig. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin hier abends, sitze hier abends rum und im Sommer, es ist schön warm oder es ist heiß nahezu, ja, und ich sitze hier mitten in der Wüste zwischen diesen Kegeln und dann höre ich die Frösche quaken. Das gibt es nicht, aber es gibt es eben hier in Golpa Nord, gibt es das, Frösche in der Wüste. Also, ich muss noch was sagen an dieser Stelle. Wir als Spaziergangsforscher, wir sind ja öfters hier, dass es hier in der Grube tatsächlicherweise Nymphen gibt. Und falls Sie irgendwann eine Nymphe sehen sollen, das ist äußerst gefährlich. Das geht ja immer weiter, das ist ja toll. Jetzt kommen wir wieder zu weit nach der falschen Seite. Hochhalten, Segel hochhalten. Ja, das ist genau. Spätestens dann, wenn die Besucher in den Booten rudern, über den See rudern, allerspätestens dann ist wirklich der größte Skeptiker auch aus dem Westloch in die Landschaft übergegangen. Jawohl, dahin. Sehr gut. Thank you.
hat jetzt eben ein Produkt geschaffen, ich muss es immer wieder sagen, das wirklich auch unvergleichlich ist. Ich wünsche mir, dass diese Bilder, die ich hier sehe, diese Hügel und diese vielfarbigen Sande und Kiese und all das, dass das sichtbar bleibt. Die Region ist vom Bergbau geprägt und das soll sie zeigen. Möchten Sie alle bitten, für uns zu versuchen, ein Stück dieser Landschaft oder etwas, was für Sie diese Landschaft dokumentiert oder zeigt, auf diesem Spaziergang einzusammeln, aufzunehmen, aufzugreifen und vielleicht eben in diesem Beutel auch zu verstauen und das Ganze in das Museum zu tragen, an dem wir nachher noch vorbeikommen werden. Dann könnt ihr machen, wir das Wasser rein. Unsere Inspirationstüte. Das ist total fantastisch. Und ich hatte nicht erwartet, dass das hier schon so weit ist, so wie grün. Ich habe Tagebau bis jetzt anders gesehen. Also wirklich mehr als Mondlandschaft. Was? Ja, das ist schon mein Aquarium. Diese Nischen, die sich da gebildet haben, wie die Natur dieses Ödland eigentlich wieder erobern will. Hier nochmal so ein Stein. Das ist ein toller Stein. Den tun wir gleich mal rüber. Unter anderem haben wir ein paar Geburten mitgenommen, als auch unsere Mückenrosen. Scheiße, meines Angesichts ausgebildet. Ja. Das ist klasse. Ja. Ein bisschen Sand, ein Mauerstein. Ja. Ein Draht. Ein Stock. Abgewaschener. Es gibt ja auch so die Vorstellung von uns, und das formulieren wir auch ab und zu, dass wir das als großen Garten sehen. Und der Garten hat im Gegensatz zu dem, was Architektur sonst leisten muss, dass sie irgendwie Behausung ist und Nutzen, hat der Garten den Luxus, da zu sein und uns einen Ort zu geben, an dem wir wandeln können. Und zwar nicht nur räumlich, sondern auch in unserem Kopf. Und das ist hier auch so. Das hat es auch, ohne dass man viel tun muss. Man muss es einfach sich nur so vorstellen. Die Idee war im Grunde, dass wir einen Garten anfangen, eine Gestaltung vorgeben, aber erst über diese Prozesse, die hier stattfinden, also über die Erosion und Sukzession, der Garten quasi fertig gemacht wird. Dass man nur den Anfang macht, den ersten Handstreich und das Finish oder die Patina eben durch diese Sukzession und Erosion dann stattfindet und auch darüber das Bild sich vorne zu verändert und darum auch immer in einer Spannung bleibt. Thank you.
Ich habe jetzt nicht gelacht. Das wäre nicht. Ja, genau. Wir haben ein anderes kleines Souvenir vorbereitet für Sie. Das sogenannte Goldpaar Heilquell. Ich sag's nochmal, trinken Sie es nicht. Also es ist kein Goldwasser. Aber vielleicht ist es so ein kleines Wässerchen, was Wünsche wahr werden lässt. Was die Leute selber sehen, bleibt ihnen ja überlassen auf weiten Teilen der Strecken. Und nur durch unsere punktuellen Inszenierungen bekommen sie immer wieder Anregungen, über Dinge nachzudenken und auch Hintergründe zu kriegen. Ja. Ich habe also hier meine Versuchsanordnung, die aus einer gelben Fraktion besteht. Nein, nein, das ist eine gelbe Fraktion, das ist ganz klar. Die Wissenschaft spricht immer eine andere Sprache. Und ich fülle jetzt eine rote Fraktion zu. Von diesem Produkt nehme ich jetzt an, es wäre die Urlandschaft. So wie wir sie vorfanden, bevor hier der Bergbau begann. Dann setzt der Bergbau hier in der Region ein, natürlich mit dieser Hoffnung und dieser Vision von damals, dass alles schöner wird, dass der Wohlstand größer wird, den man durch den Kohleabbau gewinnt. Und so rühren wir in dieser Landschaft, so wie der Bergbau rührte. Und wir rühren ganz kräftig und bekommen dieses Produkt. Und nun erkennen wir aber plötzlich, dieses Produkt ist gar nicht mehr so schön, wie der Urzustand war. Also rühre ich jetzt andersrum, aber siehe da, es passiert gar nichts. Und in diesem Sinne darf ich Sie alle recht herzlich zu einem Grubencocktail einladen. Wir verwenden dazu nur selbst gekelterten Bananensaft. Wir haben hier die einzige Bananenplantage Sachsen-Anhalts in der Grube, da wir hier ein ganz besonderes Klima in der Grube ja besitzen. Erst das und dann das andere drauf. Ja, es passiert ja, dass sie in große Verunsicherung kommen. Das ist mal das. Also wir machen da ja auch ein bisschen ein Spiel draus. Und sie kommen dadurch ins Arbeiten natürlich. Weil sie wissen nicht mehr ganz genau, ja, stimmt das alles, was die erzählen, oder stimmt das nicht? Und sie wissen dann auch nicht mehr ganz genau, stimmt das, was wir sehen, oder stimmt das nicht? Und eben, das ist dieses Spiel mit den Vorstellungen, mit der Wahrnehmung schlechthin, wie wird Landschaft wahrgenommen. Und das kommt ins Wanken sozusagen und ins Arbeiten. Und das muss auch hier ins Arbeiten kommen. Thank you.
diese Außergewöhnlichkeit, dass drohend da steht, dass es in ein paar Jahren nicht mehr zu sehen sein wird, dass es ein See wird. Und gerade, dass es eben so ein Zwischenstadium ist, das ist etwas, was die Leute ja auch also zieht, was sie sehen und erleben wollen dann. Dass man eben nicht in einen Park geht und weiß, wenn man in 10 Jahren wiederkommt, dann sieht es da voraussichtlich ziemlich gleich aus, also immer noch die Wegeführung dieselbe ist. Sondern was hier spannend ist, dass man eben weiß, man kann es heute sehen und in 2 Jahren wird man es nicht mehr sehen können. Das schönste Bild war so ein ganz kleiner Teich mit Schilf und im Hintergrund dann diese Bagger als Eisenmonster rausguckend aus dieser Kulturlandschaft. Und das ist irgendwie was Beeindruckendes. Und wir hatten eigentlich den Spaziergangsforschern schon von Anfang an gesagt, es geht eine bestimmte Zeit, aber wenn die Flutung kommt, dann können wir das nicht mehr gestatten. Damit ist steigende Gefahr verbunden bei aufgehendem Wasser. Und damit haben die Spaziergänge auch ihr Ende gefunden. Und wenn dann jemals, es wird ja wohl auch immer so sein, die Flutung kommt, dann werden diese Flaschen aufsteigen können und von jemand gefunden werden. Aber das machen wir drüben. Davon können Sie dann sitzen und ausstehen. Also ich war immer wieder überrascht über die vielen Kleinode. Und als man dann ein Stück weg war, war das alles weg. Das ist eigentlich so, was ein bisschen traurig macht. Weil wenn dann das Wasser geflutet wird, alles weg ist. Die Stadt hat bisher dem Tagebau den Rücken zugekehrt. Wir wollen das Bild jetzt umdrehen. Nicht? Wir wollen, dass die Stadt dadurch gewinnt, aufgewertet wird. Und da haben wir natürlich noch riesengroße Flächen und die wollen wir entsprechend herrichten. Mit Unterstützung auch von Landesmitteln, aber auch mit eigenen Haushaltsmitteln, sodass also dort ein Tourismus stattfinden kann. Also ich denke schon, dass da Hotels, ein Yachthafen, dass man eine Surfschule vielleicht entstehen kann. Was uns nicht an der Flutung passt, ist der ganze Eingriff schlechthin. Also man geht hin und sagt, naja, wir haben ein Loch und wir füllen das mit Wasser. Das ist der banalste Gedanke, der einem kommen kann. Er ist so langweilig und unkreativ, dass es wirklich schreit. Dass es nach Fantasie schreit. Mit diesem Wasser draufsetzen, wird einfach ganz viel verwässert hier. Also es wird die Geschichte verwässert, es wird verwässert, was für ein Eingriff durch diesen Bergbau passiert ist, dass hier 30 Jahre lang Kohle abgebaut wurde, die in diesen 30 Jahren eben verstromt wurde und jetzt nichts mehr davon da ist. Das kann man jetzt sehr gut nachvollziehen, wenn man mal 3-stündigen Spaziergang hier durchmacht. Und hinterher erschöpft ist, körperlich, dann hat man eine Ahnung davon, was für ein Ausmaß das bedeutet hat in diesen 30 Jahren, was da an Materie umgesetzt wurde. Und wenn da nachher Wasser drauf ist, dann fahre ich mit meinem Ruderbötchen da lang oder mit meinem Motorjacht und alles ist prima, aber es ist einfach flach. Thank you.